Hallo zusammen und willkommen zum Drift Part 2. Klaus und ich hier, wir versuchen diesmal alles richtig zu machen. Fangen wir mal mit den Settings an. Ich will euch nochmal zeigen, wie ich es genau mache, was ich drücke. Leider habe ich das gewünschte HUD-Interface für meinen Xbox 360-Controller, mit dem ich meine Fahrzeuge steuere und das Spiel spiele, nicht bekommen. Ja, da müssen wir uns aufs Wesentliche konzentrieren und ich habe auch schon geguckt, dass ich mir andere Rücklichter in den BMW einbaue, denn da sieht man wenigstens einigermaßen, wann ich bremse. So, und jetzt zu der Steuerung. Also ich fahre immer noch Hardcore, es hat sich nichts geändert, immer noch manuell, ist nach wie vor ein Must-Have für jeden, der driften möchte. Die Settings sollten auch noch identisch sein, wobei die Gaspedal-Linearität jetzt auf Vollpull steht, volle Kanne nach rechts, und die Bremslinearität ist auch ein bisschen erhöht. Wieso nicht ganz? Ganz einfach, weil ich fast jeden Drift mit dem BMW zumindest mit der Bremse einleite, und wenn die Bremse dann doch zu aggressiv ist, dann sagt Hans, das ist nichts gut, dann ist der Gerät nichts gut. Nein, und ja, deshalb halt ein bisschen runtergestellt die Bremslinearität, damit wir noch selber entscheiden können, wie der Wagen dann den Popo querstellt. Beim BMW ist es so, wir haben ja immer mehr Fahrzeuge in dem Spiel, dass ich gewöhnlich im dritten drifte. Es gibt jetzt auch Strecken, muss ich ja zugeben, wo ich dann in den zweiten runterschalte. Das sind dann meistens sehr, sehr kleine Kurven, sehr langsame Kurven oder Kurven, wo mächtige Unebenheiten drin sind. Da werde ich vielleicht gegen Ende hin hüpfen, um euch das mal genauer zu zeigen. Wir befinden uns jetzt gerade, bevor ich starte, in Salt Lake City. Das ist die kleine Stadt im Schnee unterhalb des Berges. Also ganz unten links, könnt ihr nicht verfehlen. Story-Missionen gibt es hier, weiß ich gar nicht. Gibt es hier Story-Missionen? Nein, aber es ist an der Salt Lake City U-Bahn, am Bahnhof. Ja, so, gut. Lange Rede, kurzer Sinn. Ja, wir fangen an. Wieso jetzt in der Stadt, wieso nicht in den Bergen? Ja, es ist hier viel einfacher zu lernen, das Driften. Weil ich hier viel mehr Platz habe. Klar, hier ist mehr Verkehr und, aber ihr habt keine Strecke, die euch vorgegeben ist, wie in den Bergen. Ihr könnt variieren. Fahre ich jetzt nach links, fahre ich jetzt nach rechts oder drifte ich doch noch so ein bisschen im Slalom geradeaus. Ihr sucht euch am besten hier irgendein Viereck aus und fangt an. Wichtig, achtet dabei jetzt auf meine Bremslichter vor Driftbeginn. Vor Kurven anfangen, vielleicht auch die Geschwindigkeit. Hört dem Motor zu. Ich versuche das einigermaßen so hochzuladen, dass man alles hören kann. Und ja, vielleicht sage ich auch noch ein, zwei Sätze. Jetzt halte ich erstmal die Klappe. Mal gucken. So, also ich lupfe die Bremse immer nur an. Also ich titsche sie immer nur an. Lupfen tut man ja beim Gas. So, und dann ziehe ich den Drift halt so lange, wie ich will. Und jemand, der euch sagt, bah, aber deine Winkel, die sind nicht so extrem. Ja, sind sie nicht. Weil, wenn sie zu extrem werden, dann ist es meistens nicht mehr fangbar. Ja, das werde ich euch nachher auch noch zeigen, was ihr dann tun könnt. Wenn ihr merkt, okay, der Wagen dreht sich jetzt viel zu viel, ich werde die Kurve nicht mehr in einem sauberen Drift abschneiden können oder packen können, so, dann schaltet man einfach einen Gang runter. Und meistens klappt das dann auch in der Praxis. Jetzt habe ich zum Beispiel runtergeschaltet, weil ich viel zu früh eingelenkt habe. Viel zu früh. Und damit der Wagen ganz schnell wieder dahin kommt, wo ich hin möchte, hier wäre es zum Beispiel auch praktisch gewesen, schalte ich runter. Ja. So kurze Kurven, kleine Kurven, ich sag immer kurz. Wow, so kurze Kurven, da lohnt es sich runterzuschalten. Und achtet auch, wie ich mit dem Gas spiele. Ja. Zum Beispiel auch, wenn unerwartet Gegenverkehr kommt.
dann gehe ich entweder komplett aufs Gas und versuche den Winkel so beizubehalten und hoffe, dass ich dran vorbeikomme. Klappt auch meistens. Und das hier ist jetzt ein Fail. Da wusste ich nicht, was ich machen soll. Bremsen oder nicht bremsen oder Gas. Ach, gibt's auch bei mir. So, und jetzt nochmal. Ich bin im zweiten. Ich bremse kurz. Ich weiß nicht, wieso das so hier im Spiel ist. Ich meine, eigentlich könnt ihr das auch mit der Schlenkertechnik machen. Das bedeutet, ihr holt aus und lenkt dann wieder in die Richtung, in die ihr wollt, also in die Kurvenrichtung. Ich mache das da vorne nochmal. Wir fahren jetzt links. Ich lenke erstmal nach rechts und dann sofort nach links und der Wagen stellt sich quer. Ja, dabei nicht vergessen, Gas zu geben. Also nochmal. Ich mache es bei der nächsten Linkskurve. Wir wollen links. Lenke jetzt nach rechts, Gas und nach links. Ja, dann braucht ihr die Bremse nicht. Aber die Bremse ist insofern wichtig, weil ihr in diesen Gebirgspässen oben in den Bergen nicht immer die Wahl habt, euch zu entscheiden, wie fahre ich jetzt. Ja? Da kommt vielleicht mal eine Kurve, die tricky ist und Gegenverkehr und dann habt ihr den Salat. Und das muss ja nicht sein. So, jetzt laber ich und baue nur Mist. Also, ich mache jetzt mal eine Runde ohne Geplapper. Einfach so. Ich habe das hier nicht einstudiert. Ich fahre einfach immer hier so, wie ich will. Oder so, wie es gerade passt. Meistens eine Links-Rechts-Kombi, weil sich das hier sehr schön anbietet. Ich schneide auch gerne. Gar kein Ding. So, ich halte jetzt aber mal die Klappe. Ja, das war der Bürgersteig. Den solltet ihr vermeiden, egal wo, wenn ihr driften wollt. Denn der Bürgersteig zieht euren Wagen so seltsam weg. Ja, also wenn ihr jetzt hier, ich versuche mal, so drifte. Da. Also normalerweise würde ich schon längst gerade stehen, aber der Wagen will dann noch mehr in Richtung des Kurveninneren. Ja, also er möchte dann, wenn wir nach rechts fahren, der Wagen reagiert dann empfindlich. Und möchte noch mehr nach rechts. Anders ist es, wenn ihr die Kurve innen anschneidet. So. Ja gut, da bin ich jetzt einfach drüber gefahren. Aber da meckert der Wagen eigentlich nicht so viel. Das kann er ab. Schlimmer ist es, wenn ihr mit dem kurvenäußeren Rad, sprich bei einer Linkskurve, das rechte hintere Rad, den Bürgersteig erwischt. Ja, dann merkt ihr es sofort. Zumindest ist es beim BMW so. Ich habe das jetzt noch nicht mit allen Autos durchprobiert. Aber mit dem Bimmer ist es auf jeden Fall so. So, jetzt wechsle ich mal das Auto. Was nehmen wir denn? Einen 4WD-Wagen nehme ich nicht. Könnt ihr auch trainieren. Gar kein Ding. Wir nehmen mal den neuen Mercedes. Der fährt sich im Gegensatz zum BMW, finde ich, ein bisschen ruhiger. Verzeiht auch mehr Fehler. Also solche Springer. Na gut. Solche Springer wollte ich sagen. Verzeiht er auch. Gegenverkehr natürlich nicht. Da müsst ihr euch schon Raptor nehmen oder so. Ja. Und ich hoffe, ihr habt die ganze Zeit auf meine Bremslichter geachtet, wann ich die Bremse betätige. Machen wir es hier vielleicht nochmal. Ich kenne den Wagen zwar jetzt noch nicht so gut. So, nächste Kurve. Dritter Gang. Jetzt habe ich die Bremse nicht betätigt. Oder ist nicht gemerkt. So, jetzt fahren wir wieder links. Ich tick die Bremse halt nur an, ne? Und den Rest mache ich dann mit dem Gas. Fahren wir hier mal rein. Bremse angetickt. Auch ganz wichtig, um das Tempo vielleicht ein bisschen zu reduzieren, wenn ihr zu schnell unterwegs seid. Ja, ne? Also bei mir läuft es auch nicht immer perfekt. Und das könnt ihr in dieser Stadt wunderbar testen. Und was ich mit dem Lowbird schon gemacht habe, ist so eine Art Fangspiel. Ja, man nimmt sich zwei gleiche Autos, am besten auch mit dem gleichen Tuning. Das bedeutet jetzt nicht, dass ihr speziell darauf achten müsst, dass der Wagen hier, weiß nicht, Level 50er Reifen Platin mit Grip-Bonus hat, sondern
dass ihr ungefähr dieselbe Leistungsstufe habt. Leistungsstufe ist das komische Ding neben euren Namen links, wo bei mir Brocken 2010 steht und PE. Ne? Also die Zahl hinter PE sollte ungefähr identisch sein. So. Pardon. Ja. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich machen wollte. Wir nehmen jetzt einfach mal irgendwas Schweres. Da, den Raptor. Genau. Danke. Ach ja, ich wollte noch darauf hinweisen, bei Mercedes ist es so, dass ihr bevorzugt im vierten driften könnt und bei langsameren Kurven im dritten. So, einige fragen sich jetzt, wieso ist das bei BMW und Mercedes, obwohl sie doch eigentlich so identisch sind, so ein Unterschied im Gang. Ja, oder das Driften in den Gängen. Wieso ist da so ein Unterschied? Ganz einfach, der Mercedes hat eine kürzere Übersetzung von jedem Gang, weil er 7 Gänge besitzt. Der BMW besitzt nur 6 Gänge. Deshalb ist bei dem BMW im dritten Gang noch genügend Dampf und Tempo vorhanden in schnellen Kurven und der Mercedes muss da schon passen, weil der dritte Gang halt dann schon zu Ende ist. Ja? Probiert's aus, wie gesagt, langsamere Kurve, wenn ihr ganz langsam seid, vielleicht mal in den zweiten schalten oder einfach auf der Geraden mal hier, ich weiß nicht, ob es mit dem Raptor so geht, Slalom fahren. Ja? Den meisten Teil könnt ihr mit dem Gas und mit dem Lupfen des Gases, also mal vom Gas gehen, auskorrigieren. Ja, sollte es zu krass werden oder irgendwas im Weg stehen, dann macht kurz auf die Bremse und weiter geht der Spaß. So, und ich gehe jetzt nochmal schnell auf die Strecke. Gehen wir mal mit dem Monster rein. Es ist eigentlich möglich, mit jedem Auto dort zu driften, also egal wo. Asphalt ist eine Nummer für sich. Wenn ihr dazu einen Guide haben wollt, dann bitte Bescheid sagen. Ansonsten finde ich, macht Asphalt-Driften in diesem Spiel, wie man vielleicht in meinem Challenge-Video sieht oder gesehen hat, nicht wirklich viel Sinn. Ich mache es auch nur, wenn wir mit Kollegen, Freunden unterwegs sind und der BMW oder sonst irgendein Hecktriebler sagt gerade, ey, ich möchte die Kurve aber querfahren. Dann mache ich das auch schon mal, wenn es sich anbietet und gerade so passt. Aber das sind dann nicht so lange Drifts, ist ja ganz klar, bei der Fahrphysik, die es hier im Spiel gibt. So, wir wollten mit dem Dicken fahren. Dann fahren wir auch mit dem Dicken. Wir fahren jetzt, glaube ich, jetzt muss ich nochmal gucken. Ja, wir fahren die Strecke hier entlang. Nochmal kurz für euch. Die Strecke befindet sich, ja, Brocken, wo befindet sie sich? Bei St. Mary. Ja, St. Mary. Und hier ist der Fluss. So, und hier fängt die Strecke an. Zwei sehr enge Kurven, damit meine ich die hier. Die ist sehr eng, obwohl die darüber identisch aussieht. Und hier, diese 90 Grad Kurve. Ja. Hier in der Kurve ist ein kleiner Huckel. Da ist es echt wünschenswert, einen Gang runterzuschalten von dem regulären Gang her. Und wenn wir hier ankommen, ich hoffe, ich vergesse es nicht, dann schalte ich meistens runter. Jetzt muss ich beim Ami gucken, wie es ist. Und ziehe die Kurve im nächst kleineren Gang durch. So, dann fahren wir mal mit dem Ungetüm. Bremslichter sieht man ja. Achtet ein bisschen drauf. Ich halte jetzt mal wieder die Klappe. Vorführeffekt, ich war in einem zu hohen Gang. Der Wagen hat Power verloren und ist mir quasi fast abgesoffen in der Kurve. Ne? Also da war nichts mehr mit Durchdrehen und Rädern. Ach, schade.
So. Das ist hier wie beschrieben. Also die Kurven sollte man in einem kleineren Gang hoch und runter fahren. Kleiner Tipp an die Anfänger unter euch. Wenn ihr übt hier in den Bergen, dann solltet ihr immer Strecken wählen, die von oben nach unten führen. Also immer bergab fahren, denn die Bergauffahrt ist ein wenig schwieriger. So, ich zeige euch das jetzt nochmal mit dem 5er BMW. Der ist euch ja schon allen bekannt. Hier bleiben wir auch noch im zweiten Gang. Und die Kurvengeschwindigkeit ist erstmal egal. Macht das erstmal, orientiert euch vielleicht ein bisschen an der Linie. Irgendwann schalte ich dann auch mal durch. Das war jetzt nicht hübsch und nicht schön, aber selten. So, bleiben wir einfach mal auf unserer Spur. Das ist eigentlich auch eine sehr gute Übung, mal nicht die ganze Fahrbahn auszunutzen, sondern wirklich explizit an dieser Spur zu bleiben. Da, jetzt geht's nicht anders. So, ausholen ist natürlich auch erlaubt. Sonst fahrt ihr nachher im Schnee. So, und wir bleiben einigermaßen auf unserer Spur hier. Durchlupfen, durchbremsen, durch das Korrigieren des Gases. So, das läuft doch alles nach Plan. Und einen Driftwinkel, den könnt ihr natürlich auch extrem machen hier, aber ne, dann bleibt ihr nicht auf eurer Spur. Und das Wichtige ist ja erstmal, die Kontrolle übers Driften zu gewinnen und nachher auch die Autos einzeln spüren zu können. Ja, was macht das Auto gerade? Und dafür ist die Übung mit dem eigenen Fahrstreifen bestens geeignet. Und jetzt habe ich einen Gang hochgeschaltet. Ich hatte ein passendes Tempo. Die Kurve war eine langgezogene Kurve. Und ich kam wieder dahin, wo ich sein wollte, und zwar auf unserem Fahrstreifen. So, falls ich irgendwas vergessen habe, hier mal kurz noch die Fahrzeugteile, die ich im BMW habe. In der Kurzübersicht. Die Boni sind eigentlich egal. Das habe ich auch schon im ersten Teil erwähnt. Ja, viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Übt es, wenn ihr spezielle Fragen zu irgendeinem PKW habt, mit dem ihr driften wollt. Von mir aus auch ein 4WD, zum Beispiel ein Skyline. Oder ein Focus ist, meine ich, auch in dem Spiel 4WD. Dann fragt mich einfach. Und tut mir den Gefallen, nehmt ein Performance-Auto. Das hätte ich vielleicht am Anfang sagen sollen. Performance-Auto, weil die Performance-Kisten sind stark genug für Drifts. Viele Straßenfahrzeuge sind es nicht. Und ich finde Rennkarren, also die, die wirklich unter Rennen zählen, die sind ja zu instabil oder halt fahren wir auf Schienen. Das ist kein Drift mehr. Also nehmt Performance-Autos, tunt sie hoch oder lasst es, testet es aus. Wenn ihr nicht die Knete dazu habt, dann nehmt einen Standard-Ferrari oder einen Standard-McLaren. Wenn ihr den Season Pass besitzt, wenn nicht, sucht euch das nicht stärkste Auto, fahrt einfach und bleibt erstmal bei einem Auto. Klar könnt ihr wechseln am Anfang, wenn ihr meint, okay, der geht gar nicht, aber bleibt irgendwann auf irgendeinem Auto und übt damit. Das ist alles nur eine Gewöhnungssache. Mit der Zeit wird das aber auf jeden Fall was. Das kann jeder, das ist keine Kunst und ich bin auch kein Profi. Ja. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich erstmal. Ich hoffe, ihr habt genug gesehen und die Mechanik verstanden. Euer Brocken, ciao, ciao.